Moin Moin Leute, ich bin Lelikopus Brain oder einfach nur Janik und begrüße gerade dich zu einer neuen Folge von Secret of Mana. Wir sind das letzte Mal nicht ganz hier stehen geblieben, denn wir waren das letzte Mal bei der Entscheidung, ob wir mit Gretke, nicht zusammen in den Tunnel gehen wollen, sondern ob wir sie zurücklassen wollen oder ob wir nochmal zurück in das Hexenwäldchen gehen, um uns da umzuschauen. Und ich habe mich jetzt entschieden, wir werden Gretke nicht zurücklassen. Wir gehen nochmal in das Hexenwäldchen und gucken mal, was hier alles so abgeht. Danke auch für eure Kommentare, weil ich weiß jetzt, dass man sein Schwert aufladen kann und bin rausgegangen. Das wollte ich nicht, aber das ist kein Problem. Da gehen wir jetzt einfach nochmal rein. So, also, wir können also ins Hexenwäldchen und müssen sie auf jeden Fall nochmal einmal kurz hier bespaßen. Das ist ja kein Problem. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass sie immer sehr blöd rumsteht. Naja, wir versuchen einfach mal, jetzt nicht allzu viele Bonbons hier zu verwenden und einfach hier wegzurennen, ohne dass Gretke jetzt die ganze Zeit blöd getroffen wird. Das hat gut geklappt. Sehr gut, das sieht richtig aus. Und wir sind weiter im Hexenwäldchen. Mal gucken, wie weit wir tatsächlich gehen können, weil ich bin ja beim letzten Mal gegangen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich wirklich hier weiter schreiten möchte. Ich weiß übrigens auch nicht, ob man diesen aufgeladenen Schlag mit seinem Schwert immer benutzen soll, weil mir ist mal aufgefallen, ich mache dadurch so um die 33 Schaden. Mit einem normalen Schlag mache ich 22 Schaden. Es sind schon 11 Schaden, die dadurch flöten gehen, gebe ich zu, das ist richtig. Schaden sollte man eigentlich nie flöten gehen lassen, aber dafür so lange aufladen und dem Gegner die Chance auf einen Gegenangriff geben, ist natürlich dann immer die Frage, ob man das dann tun möchte. Und diese Fledermaus ist ganz schön blöd, das sind wie die Zubats damals bei Pokémon, Junge, Junge. So. Hier brauchen wir eine Axt. Im Zwergendorf beim Elfenteich soll es einen Schmied geben. Vielleicht hat er neue Waffen für uns. Wir sollten ihn einmal besuchen. So. Also Freunde, das ist der kleine Weg, den ich noch hätte gehen müssen, um Gretke davon zu überzeugen. Gretke, wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen zuerst in den Elfenteich. Weil jetzt kommt sie nämlich, soweit ich das jetzt verstanden habe, selbst auch mit zum Zwergendorf im Elfenteich. Das heißt, wir müssen sie jetzt nicht mehr zurücklassen, weil ich hätte sie sehr ungerne zurückgelassen. Ach Gott, Gretke kriegt so auf, nicht auf Eier, Eierstöcke? I don't know. Versuch nicht zu kämpfen, mein Mädchen. Und bitte stirb mir jetzt hier nicht weg. Das wäre fatal. Du kriegst gleich nochmal einen Bonbon, dann ist alles gut. Genau, weil ich wollte sie nicht zurücklassen, weil ich weiß noch nicht, was alles uns da erwartet. Und deswegen habe ich ein bisschen Sorge, sie zurückzulassen. I don't know. Guck mal, Gretke freut sich. Alle sind happy. 1A. Ich habe dich gesehen, keine Sorge. Guck mal, weil jetzt kann ich hier aufladen. 33 Schaden. Aber ob man den immer machen muss, weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Moin. Ich nehme erstmal die Truhe mit, wa? Bitte ein Bonbon, bitte ein Bonbon, bitte ein Bonbon. Heilkräuter. Naja, die kann man ja auch mal mitnehmen, ne? Hier haben wir noch einen Intruder. Einen, der nur so tut, als wäre diese süße Pflanze. So, wir versuchen jetzt einigermaßen schnell durchzukommen, aber trotzdem alle Gegner zu killen, weil, wie ich es ja immer predige, Leveln ist kein Kavaliersdelikt. Bam, 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 badam. Tod 3, nein, das war ein bisschen wenig Schaden. Ah, der schmeckt. Ich dachte, ich wäre Gretke. Ich habe mich kurz gefühlt als Frau. Ich habe mich sehr feminin gefühlt, war ein tolles Gefühl. Gerne wieder. So. Gretke erreicht Level 5. Da hätte ich ja gar keinen Bonbon geben müssen. Du alte Nudel. Mann, Mann, Mann. Wenn man sowas vorher wüsste, ne? Ich sag's immer wieder. Wenn man sowas vorher wüsste. 44, das war mal ein Crit. So, immer gut aufpassen, wo man hier hinläuft, damit man nicht irgendeinem Gegner direkt in die Arme läuft. Wir wissen ja bereits, dass wir bei diesem Circle hier nach unten auf jeden Fall einige Gegner hier treffen. Unten alleine ja zwei auf einmal von den Bumsebienen. Gretke, pass auf. Oder greif an. Like. Du kannst auch ruhig mal angreifen. Ich weiß auch nicht. Das ist halt so eine Frage, ich kenne mich mit dem Menü noch nicht so ganz so gut aus. Ich weiß nicht, ob man zum Beispiel einstellen kann, wie verhalten vielleicht. Das habe ich gesucht. Genau das. Ja, du darfst sehr gerne so in die Richtung gehen.
Bestimme den Angriffslevel. War der Angriffslevel die ganze Zeit auf 0 und deswegen hat sie nicht mit angegriffen? Habe ich gerade die Matrix gelöst? Jetzt greift sie an! Ja, moin! Man muss das auch nochmal einstellen. Freunde, wie das immer ist. Man bekommt irgendwas, man muss das erstmal einstellen. Kennt ihr es bei euren... Habt ihr schon Großeltern, die jetzt auch schon ein Handy benutzen und ihr musstet denen mal irgendwas einstellen? Alter, die lädt gerade ihre Attacke komplett auf. Junge, Gegner, wenn du hier hinkommst, ne, du hast kein Augenlicht mehr. Ja, gerade jetzt musst du leider die Attacke aufhören aufzuladen. Gretke? Danke sehr. Bisschen hängen geblieben beim Stein. Es könnte übrigens sein, dass wir jetzt gleich nochmal, ich glaube ja Level 5 nochmal werden. Weil ich musste den alten Spielstand rübernehmen, weil ich habe den, die Emulation so ein bisschen hier gewechselt auf ein anderes Programm. Und wir sind vergiftet. Deswegen musste ich den Spielstand einmal einen anderen nehmen. Einer, der etwas zurücklag. Dadurch konnten wir jetzt aber nochmal ins Hexenwäldchen. Ist das nicht toll? Life is beautiful sometimes. Alter, die knüppelt den aber auch runter wie, weiß ich nicht, harte Semmel. So, beim letzten Mal sind wir, glaube ich, nach links direkt reingegangen. Wir gucken jetzt mal, ob wir nach rechts reingehen und gucken, was uns da erwartet. Wir kriegen ganz schön auf den Sack. I'm just saying. Denn jetzt kommt sie ja auch mit. Ach, guck mal! Raffi, wir treffen uns an den seltsamsten Plätzen. Was meinst du? So ist es, definitiv. Aber sehr, sehr schön, dass du hier bist, weil zum einen kann ich speichern. Herzlichen Dank dafür. Nehme ich gerne mit. Thank you. Und natürlich können wir auch einkaufen. Vielleicht hätten wir vorher einkaufen sollen, weil jedes Mal, wenn ich jetzt sterbe oder sterben sollte, müsste ich nochmal einkaufen. Eigentlich, kleiner Rat an euch, wenn ihr speichern könnt und einkaufen, erst einkaufen, dann speichern. Obwohl wir jetzt halt das Gute haben, wenn wir uns jetzt verkaufen, also was Falsches kaufen und später das Gold anderweitig ausgeben müssen, dann sind wir jetzt auf dem... Jetzt langt's aber. Okay, gut. Was dieses Fass ist, das frage ich mich auch. Lebenswasser. Ich kaufe das einfach mal in der Hoffnung, dass man damit einen Gegner, einen Freund wiederbeleben kann. Auf Wiedersehen. Tüdelü mit Ü. Ich weiß nicht ganz genau, ob das Lebenswasser das macht, aber ich könnte es mir vorstellen. So, aber jetzt geht's erstmal rein zu den Zwergen. Und wir sollten uns erstmal einen Bonbon reinziehen. Gretke, hau ihn aufs Maul. Gönn dir. Wie man gut Neudeutsch sagt. Zack, Double Attack. Baum. So, also ich hätte gerne eine Bonbon. Please? Nein, nicht das Lebenswasser, auf gar keinen Fall. Ein Bonbon. Auf mich. Thank you. Das schmeckt. Was macht hier hinten solche Geräusche? Der pennt! Och Gott! Das ist ein Gegner, der pennt. Hätten wir den mal als erstes angegriffen. Oh! Gretke, pass bloß auf. Bei dem Gegner müssen wir uns jetzt doch ein bisschen zurückhalten. Vielleicht stelle ich sie gleich doch ein bisschen defensiver ein. Also keine Ahnung, ich will ja eigentlich, dass sie angreift, aber ich will keineswegs, dass sie jetzt uns hier komplett verreckt. Alter, was ist das für ein Gegner? Geht doch. Ja, die können sich jetzt, glaube ich, echt beliebig oft irgendwie hier gerade teilen. Einer ist tot. Ah! Nochmal vergiftet, das gibt's doch nicht. Gretke ist gestorben. Die Gegner sind aber auch echt ganz schön gemein. Ich weiß nicht, ob ich's wagen soll, wisst ihr? Oder ob wir einfach an denen vorbeilaufen. Weil die hauen ganz schön auf den Dötz. Ja, wollen wir das mit dem Lebenswasser mal ausprobieren? Ich meine, dann habe ich auf jeden Fall... Dann weiß ich's. Gretke, Lebenswasser. Jawohl. The more you know. Und ein Bonbon gibt's noch für mich. Halleluja, so schnell wieder ein Bonbon benutzen müssen. Eieiei. Naja, gehen wir erstmal weiter rein und hoffen, dass die Höhle nicht allzu schlimm wird. Obwohl ich glaube, dass sie das wird.
Hier pennt wieder einer. Einfach nie wieder richtig aufstehen lassen. Dann können wir die immer direkt umklüppeln. Das Ding ist, die pennen. Was so viel bedeutet, wie wenn wir da jetzt nicht den ersten Schlag machen, ich glaube, dann wachen die gar nicht erst auf. Also man kann hier auf jeden Fall sehr smart vorgehen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich gehe jetzt auch gerade nicht hier unbedingt dumm vor. Woher kamen die zwei Schaden? Wer hat die zwei Schaden darauf gehauen? Brain erreicht Level 6, jawohl. Das nehme ich gerne mit. Dieses Schnarchen finde ich so geil. Das klingt sehr lustig. Wie man mit so einem einfachen, tiefen Sinti-Signal so ein Schnarchen imitieren kann, finde ich ultra lustig. Ah, je, da hätte ich gerne einen aufgeladenen Schlag gehabt. Einen aufgeschlagenen Lag. Jawohl, sehr gut. Hey! Angeflogen von der Seite. Gemein. Da unten gibt es aber auf jeden Fall auch noch einen Weg lang. Da ist auch noch Lava, wo ich ein bisschen Angst vor habe. Ich möchte aber, glaube ich, erstmal hier weitergehen. Gucken, wo wir hier langkommen. Okay, hier sind auf jeden Fall wieder welche am Schlafen. Wollt ihr zu deinem Kollegen rennen? Nee. Du rennst nicht zu deinem Kollegen. Die wollen sich also gegenseitig immer sagen, ey, hier sind ein Gegner, hallo. Damit die nicht alleine kämpfen müssen. Ich meine, schon nicht blöd, aber nicht mit mir. Oh, wir haben jetzt gerade nicht nur ihn getötet, sondern hier anscheinend einen Weg geöffnet. Wir mussten sogar hier lang. Ja, mega smart. Und wir bekommen aus der Truhe 28 Goldmünzen. Ja, 28 Goldmünzen haben oder nicht haben, sage ich immer. Das sage ich immer. Deswegen, Leute gucken mich dann immer komisch an und sagen, Yannick, wir haben Euro. Wir haben kein D-Mark, wir haben nicht Goldtaler oder Münzen, wir haben Euro. Und dann denke ich mir immer so für einen Moment, oh scheiße. Ich bin ein fucking Nerd. Ich denke mir sehr häufig, oh scheiße, ich bin ein fucking Nerd. Zack. So, jetzt können wir nämlich hier unten lang. Oh, Truhe. Komme ich da dran? Bitte. Schmeckt. K.O.-Faust. Oh. Es gibt in diesem Spiel Mimics. Leute. Ja, jetzt würde ich gerne einen Livestream haben, weil dann könnte ich euch jetzt fragen, in welchen Tunnel wir hier reingehen. Ob einen von denen hier... Hier kann man rein, okay. Oh oh. Gretke, pass auf deinen Arsch auf. Wir müssen hier jetzt sehr souverän spielen. Sehr gut. Gretke ist bewusstlos, Bro! Ah, Breakdance Battle im U-Bahn-Tunnel. Gretke erreicht Level 6. Gretke, mega. Mega gemacht. Es war gut, dass du bewusstlos warst. Das sagt man sehr selten, aber war top. Alright. Alrighty, right. Und nicht schon wieder so ein Kack-Schleim-Ding. Euch mag ich ja gar nicht. Brain ist vergiftet. Wovon? Bro. Ich will ehrlich gesagt nicht gegen die kämpfen. Gretke, wir ziehen uns zurück. Gretke, komm mit. Wir gehen. Das wird uns hier zu bunt. Okay. Einer nach dem anderen. Schön ruhig hier alles angehen. Zack. Right. Zack. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier gleich direkt irgendwie ein Bossgegner kommt. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Oh. Oh nee. Mann! Bei meinem Sturmangriff komme ich manchmal einfach auf die zugerannt. Das ist ein bisschen blöd natürlich. Dann müssen wir uns noch mal einmal kurz einen Bonbon reinziehen.
Weil sonst machen wir das hier nicht mehr lange mit. Bioschleim. Ja, ekliger Bioschleim, Alter. Okay, hier unten geht's noch weiter. Shit. Der Schlag war richtig wacko. Jawohl. Sehr schön. So, hier hämmern wir auch mal einmal kurz richtig rein. Jawohl. Solche Schläge, für die Schläge bin ich hier. Ja. Achtung. Oh. Nein, warum holst du jetzt die Truhe? Das wollte ich nicht. Aber Leute, 70. Was war das für ein geisteskranker Crit? Ja, der Bioschleim kann gerne direkt instant draufgehen. Kackding. Man hat gesehen, dass das eine Mimik ist. Oder eine Truhe, die wegläuft. Aber ich würde sagen, eine Mimik. Wo will die Mimik hin? Vielleicht ist das auch mega der krasse Schatz und der haut vor uns ab. Weil der so krass ist. Versteht ihr? In meiner Welt macht das Sinn, okay? Wir müssen es riskieren. Also ich muss die Truhe leider gleich aufheben. In der Hoffnung, du bist kein K.O.-Schlag. Heilkräuter! Das ist wirklich eine Truhe, die einfach abhauen will. Wie gemein. Und wenn du da nicht ein Auge drauf hast, dann rennt die auch einfach weg. Das blöde Ding. Wir gehen auf jeden Fall echt tief hier rein. Alcaramba. Wo sind wir denn jetzt hier alles? Die wurden auf jeden Fall von diesen komischen Monstern hier unterwandert. Okay. Ich habe ein Loch geöffnet. Soll ich jetzt in das Loch reinfallen oder? Nee, aber vielleicht hat sich dann hier was geändert. Angst durch Musik? Haben wir es geschafft? Hey! Das Zwergendorf! Willkommen im Zwergendorf! Woohoo! Hell yeah! Ja, richtig cool, Freunde! Wir haben es also geschafft, durch die Höhle uns durchzuschlängeln. Und, krieg's irgendwie hin, dass ihr beide nach unten guckt. Das wäre traumhaft. Ja, so geht's einigermaßen. Und wir sind jetzt endlich im Zwergendorf angelangt. Freunde, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Morgen 15 Uhr, jeden Tag um 15 Uhr kommt eine neue Folge. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht im Zwergendorf. Wir sehen uns da wieder. Bis dann, euer Brain, Tiddly mit Ü.